Okay. Hey. Oh, hey, cool. Da oben kann man es drauf machen. Tor. So, das war's. Okay, gut, das schaffen wir auf jeden Fall nicht. Taktierung. Dann guck ich mal das an. Ich habe eine Taktierung. Weiß ich auch nicht mehr. Cool. Ich habe eine Taktierung. Mit wem brauche ich gar nichts mehr machen? Ich trage dich jetzt. Ich trage dich. Ah ja, okay, das mit dem Fass. Ich trage den Takiro rum. Ich habe eine Takiro. Haben wir das Brett noch gebraucht? Oh oh. Nein! Brett vermutlich nicht mehr, aber... Moment, guckt auf die Rampe. Ich werf jetzt ein Fass. Ja. Und du? Da war der Takiro im Weg. Takiro? Okay. Ja, dann gehe ich mal ins Haus hier. Ein Ofen. Da muss ich wieder, da muss ich reinkriechen. Jemand hat den Discord-Chat betreten oder verlassen. Modi. Takiro. Ja. Modi und Takiro sind nicht mehr da. Modi und Takiro haben den Discord-Chat verlassen. So viel dazu. Jetzt wäre ich ganz allein. Wird das hier wieder ein Solo-Part. Leute. Leute. Modi. Modi. Leute. Hast du schon, mein Sprachchat ist ausgefallen? Da bist du wieder da. Ah, okay. Ihr wart kurz weg, Modi. Nein, Modi, nicht wir waren weg, du warst weg. Nee, ihr wart weg. Eindeutig, ihr wart weg. Ich hab nichts gemacht. Ja gut, Internetverbindung ist schlecht wahrscheinlich. Wir haben uns gegenseitig gehört. Yep. Meine Internetverbindung ist spitze. Ja. Was anderes dulde ich nicht. Was anderes dulde ich nicht. Ich kann nachher mal Internet-Test einblenden. Ich kann es bloß gerade jetzt nicht machen, aber... Ich komme da nicht rüber. Ich glaube, mein Internet ist eigentlich ganz in Ordnung. An dem kann es eigentlich nicht liegen. Ist so. Doch hoppelig eigentlich nur auf ein Bein. Wie komme ich jetzt hier eigentlich rüber? Wie komme ich eigentlich zu euch? Na gut, das kann mal passieren. Ich mach das Tor hinten auf. Leute, wie komme ich eigentlich zu euch rüber? Gibt's da irgendwie Krieg? Von der Mauer, wo du da springst, herüber springen. Ich bin auf keiner Mauer. Renn jetzt von deinem Charakter andere Richtung. Beziehungsweise einfach hier hin. Ja, genau. Hallo. Ich habe das Tor hier aufgemacht. Oh. Da müssen wir durch, oder was? Ja. Na dann. Wie gesagt, ich spiele hier einfach schon mal ein bisschen weiter. Da komme ich mal. Ich komme mit Molly. Ich versuch's mich noch weiter am Fass. Okay, hier ich haben wir jetzt ich die für Wahl. Ich vergesse das. Hinter Molly her. Hier haben wir jetzt die Wahl, was wir machen. Wir haben die Wahl. Einer könnte richtig cool mit, mit dem Gehstock hier nach drüben rüber gleiten. Ich will richtig cool mit dem Gehstock hier rüber gleiten. Ich könnte einen Gehstock gebrauchen. Ich will, nur ein Bein. Ich will. Ich hab nur ein Bein. So, wie gleite ich denn jetzt mit dem Gehstock hier rüber? Du musst erstmal nach oben. Na komm. Na greif. Oh mein Gott. Mensch. Ach nee, Moment. Was wollen wir tun? Ich habe Reisender freigeschaltet. Ich werde jetzt erstmal versuchen, hier wieder hochzukommen. Ich habe eine Errungenschaft. Aber wohl nicht die Errungenschaft, den Gehstock zu greifen. Zum Blitz den Gehstock zu greifen. Ich hol erstmal kurz die Lampe runter, dann könnt ihr es ja weiterhin versuchen. Dann oh wohl Gott. Nicht. Ah,
Nicht geklappt! Hilfe! Ich falle! Ja. Also mein Vater ruft mich gerade an. Okay, dein Vater ruft dich also gerade an? So viel dazu. Ich werde jetzt wahrscheinlich nicht rangehen. So, ich hab dir eingehakt. Oh, und da kommt die Lampe! Könnt ihr mich... Oh Gott. Oh. Gerade mit der... Das hat, glaube ich, nicht so sehr geklappt. Das hat, glaube ich, nicht so sehr geklappt. Doch, perfekt. Du hast mir jetzt die Lampe hier freigeschaltet. Ich bin nicht drüben. Die Kette Lampe löst sich auf. Ja, die glitscht hier ein bisschen rum, die Kette. Ja, das liegt daran, weil ich mich nicht an der Lampe, sondern an der Kette festgehalten habe. Ups. Grüße an dieser Stelle mal an den Papa Zwergfürst. Ja, der heißt so mit Nachnamen. Das heißt, meine ganze Familie, Zwergfürst ist mein Nachname. Ich heiße einfach mit Vornamen Zwerg. Er heißt dann einfach Zwerg, Zwergfürst. Mein Papa heißt auch Papa mit Vornamen. So heißt er dann Papa Zwergfürst. Ja. Interessant, also praktisch so wie... Nee, mir fällt kein Beispiel ein. Oh Gott, verdammt. Ich hab wieder beide Beine. Er ist nachgewachsen. Ja. Nein. Ich werde jetzt nicht in Aufnahmen... Ich wollte mich an die Kette, an die Dingens halt dran halten, an die Lampe. Hat wohl nicht ganz geklappt. Ja, und ich hänge sogar ziemlich cool dran grade. Was war denn eigentlich jetzt die zweite Möglichkeit, Mo? Die ging nicht so ganz cool. Oben an der Dings mit dem Stab ran. An der Leine. Da an dem Seil da. An ja. Der was? An der wo? An der wie? An dem Seil oben. Ah, oben. Welches Seil? Welches Seil? Da oben. Da. Und ich bin drüben. Okay, da müssen wir aber erst mal hinkommen. Ich sehe es. Normalerweise müsstest du einfach springen können und dann dran. Aber dann habe ich die. Dann habe ich die Sache nicht mit. Kann ich mich nicht dann festhalten, wann ich will? Kann dir niemand beantworten. Ich habe das Timing. So, ich bin jetzt hier auf der Zinne. Und jetzt muss ich hier noch hochkriechen. Das wird nix. Das wird nix. Ich habe übrigens einen Savepoint freigeschalten aus Versehen. Wird nix. So gemerkt. Okay. Ich falle. Naja, immer gern. Ach. Bin hier der Mitläufer. Tag, Mordi. Hello again. Das mach ich nach. Eine Windmühle. Bitte nicht alle auf einmal, sonst haltet ihr nur die Windmühle auf. Alle auf einmal. Alle auf einmal. Hui, alle auf einmal. Ah ja, okay, perfekt. Einmal alle auf einmal, alle für einmal. Ja. Ich glaube, das passiert nur bei vier Leuten. Ich komm nicht dran. Ups. Ja, jetzt bin ich dran. Und darüber? Ich fahr auf dem Windrad. Einfach rüberspringen. Und jetzt? Ist leicht gesagt. Oh, ich bin kopfverkehrt rum. Au, ouch, das sieht ziemlich verkrampft aus. Au. Oh, Takiro. Hi. Und jetzt? Hi. Was machen wir jetzt, während wir uns da drehen? Einfach rüberspringen. Ich wieder so verkrampft. Vor zurück und Absprung! Wo soll ich abspringen? Wann soll ich abspringen? Wow. Auf die Insel, wo ich drüben bin. Ich bin wieder wahnsinnig verkrampft. Da geht's wieder. So. Und hallo. Jetzt abspringen. Das wird wohl nix. Daneben. Oh, vergiss er. Aui. Tachchen. Oh, du bist da. Ja, da war wohl ein Checkpoint. Da war wohl ein Checkpoint. Takiro, ich komm zu dir. Ich renn mit dem Baumstamm. Da, vielleicht können wir mit dem Baumstamm durch die Wand. Da durch den Stein, wo Mordi ist. Nee, ihr müsst da hoch. Das wird nix. So viel ich geh mal ins Häuschen mal. Dort. Ihr müsst da auf jeden Fall hoch. Da ist ein Häuschen. Mordi, da ist ein Häuschen. Da ist bestimmt auch ein Kamin drin, oder? Das ist bestimmt ein Kamin. Du kannst gern nachgucken gehen. Ich steige gerne in Kamine rein. Bei mir fängt es gerade ein bisschen an. Ist da ein Kamin drin? Ich habe einen Kamin-Fetisch. Ich steige gerne. Seit du in dem einen stecken geblieben bist, hast du dich echt voll verändert. Ja. Seit ich in dem ersten Kamin stecken drin geblieben bin, habe ich diesen Fetisch bekommen, dass ich unbedingt den Kamin drin stecken muss. Das ist so mein Verlangen.
irgendwie bleibe ich voll am Boden. Hier ist kein Kamin drin. Also es gibt hier auf jeden Fall jetzt noch eine Lösung. Ah. Den Sachen, die hier sind. Ich habe jetzt nur schon mal den kein Kamin genommen, weil ich das ganz gut kann. Kein Kamin. Es gibt kein Kamin in diesem Haus. Oh nein. Ich kann mich nicht in einen Kamin stopfen. Aber hier ist so eine, hier ist eine Kaminschmiede-Geschichte. Ich kann nicht da reinkriechen. Ich kann nicht da meinen Kopf reinstopfen. Ja, nein, das geht nicht. Ich kann meinen Fetisch nicht ausleben. Nein. Ich kann nicht in einen Kamin klettern, das macht mich ganz wahnsinnig. Und die Wand komme ich ja auch nicht hoch. Den Safe Point schon geholt. Na dann, dann will ich wohl den Weg des Selbstmords. In diesem Spiel. Wollt ihr wirklich nicht mal die Rätsel lösen? Zu versuchen, immer diese Mauer rauf. Ich bin faul. Ich hab's mit der Steuerung noch überhaupt nicht draußen. So, okay, da wäre ich wieder bei Modi. Da ist ein Loch, kann man da reinspringen. Wow, er fällt einfach so ins Loch. Aber hier unten ist was, Modi. Hier ist was. Was sagst du mir? Ein unterirdisches Tropfsteinhöhlen-Dings. Ich komm den Baum. Dann lass ich dich jetzt mal vorgehen, da ist keine Klettersache dabei. Was gibt es hier Interessantes zu entdecken? Du kannst einfach mal durchgehen. Ich könnte jetzt natürlich das ganze Spiel spoilern, aber das will ich nicht. Also bis auf die Workshop-Level, die für mich auch neu sind. Da müssen wir auch noch einige von spielen, von den Workshop-Levels. Ich habe doch schon was von Super Mario, so ein Super Mario-Level-Dings gedownloadet. Aber das ist. Und ich habe da so zwei, drei, die auf jeden Fall jeden von uns zum Ausrasten bringen werden. Das ist ziemlich schwer, ich schaffe das nicht. Ich habe das schon mal probiert offscreen. Dieses Super Mario Level zu kriegen, aber. Ich hab offscreen auch schon mal so 5-6 Level probiert. Ich schaff das nicht, ich bin da noch zu schlecht für das Super Mario Level. Das kriege ich noch nicht gebacken. Ah! Ach du Schande. Etwas verspätete Reaktion. Da hatte ich gerade ein bisschen. Okay, ab jetzt musst du es aber wirklich komplett durchschaffen. Muss den Stein einfach rollen oder was mache ich das damit? Das weiß ich gar nicht mehr. Kann ich einen Doppelsprung machen oder so? Nö. Rollen muss den. Ah, doch. Oh, da fällt was runter. Da gibt was. Okay. Oh Mann. Ah, da kann man einfach rüber spazieren. Mit dem Stein jetzt. Interessant hier, diese ganze Tropfsteingebilde. Also wie gesagt, du musst das jetzt wirklich in einmal schaffen, ansonsten muss ich das Level neu starten. Aha. Wer muss was jetzt schaffen? Muss jetzt da das Level jetzt komplett schaffen. Wieso okay. Zum nächsten Safe Point? Wo muss ich denn jetzt hin? Von hier aus. Einfach dem Weg folgen. Das schaffe ich bestimmt nicht. Fall hier bestimmt wieder runter. Kommst du von da aus schon rüber auf die Insel mit dem Tor? Definitiv nein. Ja. Definitiv nicht. Das ist viel zu weit weg. Das schaffe ich niemals. Na gut, Moment. Ich muss mal versuchen, irgendwie zu dir zu kommen. Ich komme dann hier wieder runter. Ich bin wieder ganz unten. Ich glaube, das ist nicht so gut. Ich glaube, der Weg war nicht der richtige. Nee, jetzt muss ich hier mal komplett neu laden. Wo sind wir jetzt gelandet? Wir sind wieder oben. Beim letzten Checkpoint neu laden musste. Für die Höhle hat man nämlich eigentlich nur einen Versuch, soweit ich mich erinnere. Weil die Steine halt nur einmal fallen und du es dann nicht mehr rüber schaffst. Okay, also können wir die Höhle jetzt nicht nochmal machen. Doch, ich hab jetzt alles resettet hier. Ah. Okay, ich komm mit. Müssen wir diese Höhle machen oder? Die Höhle muss man machen. Man kann es auch irgendwie skippen, aber ich weiß jetzt nicht wie. Aha. So, da habe ich mir leider noch keinen Speedrun zu. Ist das alles gar nicht hier schon wahrscheinlich dreimal durch. Es ist das gar nicht so sensationell, dass ich diese Höhle entdeckt habe. Nö, das ist der vorgeschriebene Weg. Ah, okay, weil in dem Berge-Level. Nein, das sage ich jetzt mal nicht. Nein. Ach, du meinst Modi weiß, was ich meine, aber nee, bitte nicht sagen. Das können wir vielleicht irgendwann mal. Vielleicht spiele ich das auch mal. Im Solo-Modus, dann kann ich das mal zeigen. Ich weiß, wo das ist, da können wir dann reingehen. Gibt es ein kleines Secret. Lustigerweise ist die Höhle nicht mal das große Secret daran, sondern eher der andere Weg.
Aha. Jetzt kommen wir da nicht mehr rüber. Ja, ganz genau, ich mach das jetzt hier. Den Stein laden. Mit dem Stein übrigens nichts mehr machen. Au, oh, ich bin runtergefallen. Glaube ich was? Vielleicht okay, kann ich hier von unten hochklettern. Ich kann auch hier bestimmt. Okay, jetzt muss ich hier. Jetzt kommt's drauf an. Nee, das wird nichts. Doch, vielleicht wird das schon was. Das könnte man hinkriegen. Das wäre nur die Möglichkeit. Oh Gott, nein! Oh Mann. Man kann da hüpfen, erstmal hüpfen. Man kann sich da so ein bisschen hochbacken. Man kann sich da ein bisschen durchhüpfen, so ein bisschen bis fast zur Hälfte. Oh Gott. Tja, Scheiße. Im dunklen Tal gefangen. Ja wegziehen, auch. Und laden. Oh. Ach, wieder am Anfang. Cool. Da wären wir wieder. Ich hasse diese Höhle. Moment, ich könnte mal versuchen, einfach. Können wir diese Höhle einfach skippen? Wie gesagt, ich glaube, das geht. Dann mach mal. Das können wir mal versuchen. Ich habe das noch nie. Ein Haus. Ist das das Haus mit der Schmiede? Könnt ihr mir mal helfen, den Amboss hier runterzukriegen? Oh, ja, das ist das Haus mit der Schmiede. Ich versuch's mal. Was seid ihr? Und nicht. Was kann ich jetzt vielleicht um das Brett hier. Oh lol. Ich hab den Amboss. Da! Moment, ernsthaft. Ich hab den Amboss. Okay, ich brauche hier auf jeden Fall jemanden, der das Brett ein bisschen über den Rand schiebt und sich als Gegengewicht draufstellt. Modi, ich hab den Amboss. Okay, den Amboss können wir auch als Gegengewicht nehmen. Jetzt müssen wir das Brett über den Rand hier irgendwo drüber ziehen. Was soll ich mit dem Amboss tun? Warte, warte. Damit jemand drüber springen kann. So. Wie gesagt, ich weiß halt nicht, ob das wirklich so gut funktioniert. Ich weiß nicht, ob die es tatsächlich. Warte, ich hab den Amboss. Oh Gott. Es ist ein wenig über die Kante schon. So, ich hab den Amboss, ja. Ich hab den Amboss. Ja, ja, Moment, ich brauch's noch ein bisschen mehr. Stell den Amboss hier drauf, wo ich jetzt bin. Ich versuch's. Das geht, glaube ich, nicht so leicht. Modi. Okay, ich würde dir helfen, aber wenn ich das Brett jetzt loslasse, dann fällt's direkt. Ich versuch's. Ich versuch's. Takeru, kannst du mit? Ja, ja, hilf mal beim Amboss mit. Okay. Der Amboss ist ziemlich schwer. Der Amboss muss hier auf die hintere Hälfte. Hoch und drauf da. Und da. Sehr gut. Noch ein Stück hinter vielleicht, wegen der Hebelwirkung. Das wird, glaube ich, nichts. Warte. Na komm. Und stellt euch am besten noch beide mit dazu hinten. Zieh! Na komm! Ich zieh eher an Mord hier als am Amboss. Okay. Ja, und mit da drauf? Das klappt. Ich stell euch auch mal mit dazu, dann. Warte, ich. Stellt euch beide mal hinten drauf. Ich versuch's. Einfach ich glaub, stehen. Ich glaub, einfach drauf springen und stehen bleiben. Okay. Ich halt den Amboss fest. Nein, das ist nicht gut. Ja. Bist du drüben? Ich bin drüben. Sehr gut. Jawohl. Und jetzt ich. Okay, muss ich nerven. Ich bin fast drüben. Modi. Ich hänge hier unten. Einfach fallen. Kommst mich retten. Ich hänge. Hui. Oh. Modi. Hui. Nö, ich helfe dir niemandem. Ach, Mann. Komm. Wo hängst du? Hier! Hinterseite! Oh mein Gott, nee, da ich bin ich fast. Ich bin fast da. Komm, mein Kopf festfall und hoch. Zieh! Ach! Oh. Ups! Jetzt hast du mich gelassen. Tja, so schafft man's auch. Getötet. So schafft man's auch. Gut, und, warte mal, ich wollte schießen. Oh Gott. Tja, das hat's gebracht! Das war wohl nix. Au. So. Achchen. Ja. Das bringt eher Semi. Na, rüber da. Da war's gleich. Ja, wir haben's fast. So, sehr gut. Ein bisschen spannend. Okay, diesmal geht einer und rein da. Ich schieß ab. Modi, setz dich da rein, ich schieß dich. Modi. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen vorpositionieren. Modi, rein da. Okay. Moment, okay. Und wie mache ich das jetzt? Oben. Nach oben. Und zu hoch!
Yay! Na, fall runter. So, sehr gut. Und? Moment, was ich mich frage. Mach die Brücke runter. Kann ich das Level hier noch skippen? Du machst die Brücke runter. Ha! Tatsächlich, ich kann skippen. Lol. So ein Mist. Ja, ich bin unter der Brücke. Ja gut, euch jetzt mal viel Spaß dabei, da euch da durchzuschießen. Was? Schießen? Wieso? Wir müssen da doch einfach, wir können doch einfach langlaufen. Ich würde das Brett positionieren. Dann mach das mal. Ich setze mich in der Zeit hier schön hin. Okay, Brett positionieren. Der faule Sack. Hier ist direkt der Ausgang. Wenn ihr das gepackt habt, dann habt ihr das Level geschafft. Der faule Sack. Hi. Modi. Kann ich mich da irgendwie durchbacken, oder? Ich glaube, das geht auch irgendwie. Einfach versuchen. Ich komm mit dem Brett nicht vorbei. Ich komme durch die Stäbe durch. Ich greife mich da einfach. Ich glitsch mich da einfach durch. Keine Lust, wir keine oh, wir haben übrigens keine Zeit mehr. Ach, pff. Das Level schaffen wir jetzt noch. Das müssen wir jetzt noch. Ja, das Level schaffen wir auch noch. Na komm. Ich sehe euch dann im nächsten. Was? Du hast den Weg versperrt, Modi. Hey, ich hab den Weg nicht versperrt. Ich hab den Weg fertig gemacht. Du hast das Level beendet. Ja, gut. Beendet. Und das Level können wir dann im nächsten Part machen. Ich sterbe direkt. Was? Ja. Das ist eine Sache für den nächsten Part. Ich würde sagen, wir beenden das an dieser Stelle. Modi, Takiro. Ja, die Ninlein war leider heute nicht mit dabei. Warum ja, nächstes Mal vielleicht wieder mit Ninlein und ohne Takiro. Ja. Darf ich noch umsonst euch gefallen haben? Schaut bei den anderen vorbei, bei dem Takiro und bei dem Modi, und ja, wir sehen uns hier im nächsten Part wieder. Haut da rein. Ciao, ciao. Tschüss. Hört euch. Ja, gut. Und nun, jetzt hängen wir hier noch eine Stunde rum, stehen hier einfach auf der Stelle und begrapschen uns gegenseitig. Ja. Das klingt doch nach einem Plan. Ja. Schön, schön. Ja. Warte mal.